Nadja Diller ist tot, Schauspielikone mit 93 Jahren. Die österreichische Schauspielerin Nadja Diller ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Natascha Giller, 64, die Tochter der Filmlegende. Meine Mutter starb heute Nacht im Augustinum in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein, sagte Giller, die selbst mit ihrer Familie in Griechenland lebt. Diller verbrachte ihre letzten Jahre in der luxuriösen Seniorenresidenz direkt am Elbufer. Die Familie sei dankbar, dass ihre Mutter nicht allein gewesen sei. Der Pfleger rief mich heute früh um 6 Uhr an und informierte mich. Anführungszeichen. Noch in der letzten Woche habe sie ihre Mutter besucht, erzählt Giller weiter. Nun werde sie sich mit ihrem Bruder abstimmen und in den nächsten 2 Tagen nach Hamburg fahren, wir werden auch im Krematorium dabei sein. Später werde es eine Seebestattung geben, so wie es sich ihre Mutter gewünscht habe. Auch ihr Vater sei auf diese Weise bestattet worden, allerdings dauere das ein paar Monate. Nadja Diller kam im Jahr 1929 in Wien zur Welt und gewann im Alter von 20 Jahren die Wahl zur Miss Austria. Anschließend schlug sie den Weg in die Schauspielerei ein und machte eine internationale Karriere. Unter anderem drehte sie an der Seite von Weltstars wie Yul Brynner, 1920 bis 1985. Mario Adorf, 92, Robert Mitchum, 1917 bis 1997, oder Jean-Paul Belmondo, 1933 bis 2021. Ihre wohl bekannteste Rolle hatte sie 1958 in dem Spielfilm Das Mädchen Rosemarie. Dort verkörperte sie die Edelprostituierte Rosemarie Nitribet, 1933 bis 1957, deren Ermordung bis heute nicht restlos aufgeklärt werden konnte. Zuletzt war sie im Jahr 2009 in der Leander Hausmann-Komödie Dinosaurier, gegen uns sieht ihr alt aus, an der Seite von Daniel Brühl, 44, zu sehen. 2005 besetzte sie Til Schweiger, 59, in seinem Road-Movie Barfuß. Diller war 56 Jahre, bis zu dessen Tod im Jahr 2011, mit dem deutschen Schauspieler Walter Giller, 1927 bis 2011, verheiratet. Die beiden hatten 2 gemeinsame Kinder. Seit 2008 lebten sie in Hamburg, zuvor hatte das Ehepaar seinen Lebensmittelpunkt im schweizerischen Lugano. 2006 erhielten Diller und Giller den Bambi für ihr Lebenswerk. In den letzten Jahren war die Gesundheit von Diller bereits stark angeschlagen. So überstand sie im Jahr 2006 eine Brustkrebserkrankung und erlitt kurz nach dem Tod ihres Mannes einen Schlaganfall. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau și-o scarul mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda.